So, jetzt geht's aber endlich los. Nochmal Entschuldigung, dass ich spät bin. Ich schieb's auf den Stau. Aber ihr seid ja weder zum Warten gekommen, noch dazu, diese Ausreden hier anzuhören. Also, worum geht's? Ich bin just another guy. Es geht um Volkszähler.org, um Smart Metering. Smart Metering, intelligente Stromzähler, in Anführungszeichen. Da können wir jetzt diskutieren, wie intelligent die sind. Das lassen wir einfach außen vor. Jeder nennt sie so, nennen wir sie halt auch so. Worum geht's? Smart Meter im Selbstbau, also die Bestimmung verbrauchter Energiemengen. Und also im Wesentlichen geht es um Strom und auch um Gas grundsätzlich und um Wärmemengen und eigentlich auch um Wasser. Wasser ist keine Energie, also das schmeißen wir alles in einen Topf. Das heißt, wir reden hauptsächlich von Stromzählern, aber ihr werdet sehen, dass das eigentlich unterm Strich keine Rolle spielt, was man vorne reinwirft. Wir werfen auch Temperaturwerte rein, das ist dann definitiv kein Smart Metering, aber na gut. So, also was werdet ihr hier hören? Ihr werdet erfahren, warum ihr unbedingt einen Smart Meter haben wollt, warum ihr das unbedingt braucht, warum ihr aber auf keinen Fall einen von denen wollt, die man euch wird einbauen wollen, weil ihr auf alle Fälle eure Daten für euch behalten wollt. Also ihr wollt das Ziel, was man damit verfolgt, ist, dass man den Stromverbrauch analysieren kann. Manchem reicht es schon, das zu analysieren, weil es an sich schon schön ist. Aber eigentlich ist das Ziel ja, den Stromverbrauch zu minimieren, unter der Vorgabe, dass man die Daten selbst behalten möchte. Wenn man sich die Konzepte ansieht für die Smart Meter, die ausgerollt werden seit Anfang letzten Jahres, dann sieht es ja so aus, dass die im Viertelstundentakt den aktuellen Zählerstand übermitteln an den Energieversorger. Das ist technisch eine ganz interessante Lösung, weil das natürlich heißt, man hat alle Daten und man kann dann alles Mögliche damit machen. Aus Sicht des Datenschutzes ist es natürlich nicht das Optimum. Das heißt, was man eigentlich möchte, ist, dass man die Daten analysieren kann, aber dass man die Daten für sich behält. Das heißt, ja, ich möchte sehen, wie sich mein Stromverbrauch aufteilt, welchen Anteil an diesem Block, den ich einmal im Jahr in Rechnung gestellt bekomme, hat denn jetzt der Kaffee, welchen Anteil hat der Föhn, welchen Anteil hat das Licht und so weiter. Wenn man sich überlegt, ja, Yellowstrom hatte übrigens eine wirklich geniale Werbeserie dazu, da fragen die Leute, wie viele Tassen Kaffee kann man machen mit einer Stunde Licht, also die gleiche Energiemenge. So, und? Hat jemand ein Bauchgefühl? Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht nachgerechnet. Ich weiß die Antwort nicht. Aber ich fand die Frage beeindruckend, wenn man sich so Dinge mal vor Augen führt, irgendwie eine Stunde Licht und, keine Ahnung, eine Stunde Radio hören oder wie viele Stunden Radio hören kann ich für eine Stunde Licht und sowas. Und Hintergrund des Ganzen ist natürlich, dass man bisher das gewohnt ist, einmal im Jahr eine Rechnung zu bekommen. Da steht dann ein Wert drauf, was man im letzten Jahr verbraucht hat. Naja, und dann bezahlt man halt seinen Abschlag und so weiter. Und dadurch, dass man sich genauer vor Augen führt, wie sich das aufteilt, wie sich der Verbrauch aufteilt, dann hat man natürlich wesentlich bessere Möglichkeiten, das auch zu steuern. Wenn ich eben jetzt beispielsweise ein fehlerhaftes Gerät habe, dann merke ich das bei der bisherigen Stromabrechnung, naja, bei der nächsten Jahresabrechnung, ohne dann aber zu wissen, was eigentlich die Ursache war. Das heißt, das in einem kürzeren Abstand zu machen, kürzer als ein Jahr, das ist schon eine clevere Idee. Das ist auch eines der Ziele, die man mit der offiziellen Smart Meter Schiene da verfolgt. Wenn man auch den Vergleich sich nochmal vor Augen führt mit der Handyrechnung, man stelle sich vor, man hätte einmal im Jahr eine Handyrechnung, so okay, im letzten Jahr haben sie telefoniert so und so viel, für so und so viel Euro, ne, alles klar, Abschlagszahlung künftig 1/12 davon circa, könnte man machen, ne? Also wäre nur albern, weil wenn ich jetzt vielleicht versehentlich mich im grenznahen Gebiet immer beim Nachbarprovider, also Einwähl oder irgendwelche Internettarife nutze, Internetangebote nutze, die ich dessen ich mir gar nicht bewusst bin und so weiter. Das heißt, da wird man sich das sowas nicht aufschwätzen lassen, dass man nur einmal im Jahr die Rückmeldung bekommt, wie sich denn der Verbrauch entwickelt. Und beim Strom, hat andere Gründe, aber beim Strom macht man es derzeit so darum, das feinerzeitlich aufgelöst zu machen, das ist eigentlich eine gute Idee. So, wie macht man sowas? Beispielhafter Aufbau. Man nimmt so einen einfachen Zähler, die kann man kaufen im Einzelhandel, also kurz bei eBay, und der kostet so große 20, 25 Euro grob, und der hat eigentlich so ein Display, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, oder man kann es vielleicht auch erkennen, der hat so ein Display, in dem er anzeigt die verbrauchte Energiemenge, das heißt, der zeigt es an, 400 Kilowattstunden, so wie es der schwarze Ferraris-Zähler an sich auch macht. Der hat aber noch eine Zusatzfunktion, und zwar hat er hier zwei zusätzliche Klemmen, über die er Impulse rausgibt, jedes Mal, wenn eine Wattstunde verbraucht ist. Und den Impulsausgang, den kann man jetzt nutzen, weil die Zeit, die zwischen zwei Impulsen vergeht, die ist ja umgekehrt proportional zur angeschlossenen Leistung. Noch dabei?
Je mehr Leistung ich da dranhängen habe, desto kürzer ist die Zeit zwischen zwei Impulsen. Und aus der Zeit kann ich dann eben diese Leistungskurve ermitteln. Ich gebe das gerade mal durch. Ich hätte es am Schluss gern wieder. Also das Ding in der Mitte ist der Zähler. Was kann ich da jetzt also tun? Ich schließe das ganz normal an. Ich hänge hier die Phase dran. Und naja, dann hier den Verbraucher, hier ist eine Lampe oder was auch immer. Sehr wichtige Anmerkung, wenn ihr noch nie was mit 230 Volt gemacht habt, dann solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr das jetzt anfangt. Oder ob ihr euch jemanden sucht, der das kann, der die Teile übernimmt. Das heißt, ihr könnt also schön mit Volkszähler arbeiten, spielen, entwickeln und so weiter, ohne euch dabei erheblich weh zu tun, aber die Option gibt's schon auch. Also überlegt euch das gut, wenn ihr euch da nicht auskennt, seid vorsichtig, das tut weh. Gut, so wird man das also anschließen. Hier den Verbraucher und der Zähler an sich, weil er eigene Komponenten drin hat, braucht natürlich auch noch eine Null, damit er da seinen Strom ziehen kann. Das ist schon alles, damit der Zähler funktioniert, bitte. Wie viel Ampere schafft so ein Kessel? Gibt es bis 50 Ampere. Also so, was man im Haus so hat, normalerweise, das kriegt man damit abgefackelt. Also das ist, wobei das Wort gar nicht so weit weg ist, abgefackelt. Die sind in China hergestellt, also das ist Geschmackssache, ob man die jetzt... Okay. Wie viel verbraucht der? Da gibt es unterschiedliche, was man in den Angaben findet, in den Datenblättern, Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu, liegt zwischen einem halben Watt und 4 Watt. Keine Ahnung, wie präzise die Werte sind, ich habe es nie nachgemessen, aber tolerierbar. Also definitiv, wie bitte? Na, ein halbes Watt halte ich jetzt für vertretbar. Ich glaube, dass man mit dem Zähler deutlich mehr sparen kann, als das halbe Watt, was er braucht. Es ist übrigens nicht alles, was man braucht. Also da kommen noch mehr Komponenten dazu, die noch mehr Strom brauchen. Also gut, da schließt man an, dann zählt er schon vor sich hin. Und was wir jetzt noch brauchen, ist eine Möglichkeit, diese Impulse zu verarbeiten. Und der einfachste Weg ist, dass man sich so eine Art Megaboard nimmt. Zum Beispiel das, was es bei Polyin gibt. Das nennt sich AVR.net.io, da ist so ein Atmega-Controller drauf, Atmega 32, den man am besten aber gleich ersetzt durch einen 644. Das heißt, dann kostet das Board als Bausatz eine 20 Euro, da kommen dann die 5 Euro für den größeren Controller noch drauf. Standardmäßig hat er 2 Kilobyte RAM, also wirklich K. Ne? Und was man dann noch braucht, damit er, ach so, das Wichtigste daran, der hat eine LAN-Buchse, der hat also einen LAN-Controller, einen ENC, und der hat eine LAN-Buchse, das heißt, der spricht, grundsätzlich kann der Ethernet sprechen, und wenn man dann das richtige Framework, die richtige Distribution sozusagen draufballert, Ethersex, dann kommt da alles mögliche an Protokollen schon mit, also DNS, bla bla, HTTP, ein MySQL-Client und also ziemlich spektakulär, was die Jungs aus dem Ethersex-Projekt da aus dem kleinen Controller rausholen. Da muss man also groß nichts selber programmieren. Das tut man ja da drauf. Der unterstützt auch das OneWire-Protokoll, da kommen wir nachher nochmal dazu. Für die Temperatursensoren ist das sehr praktisch. Also das Board gibt es bei Polyin, kostet als Bausatz 20 Euro, macht Riesenspaß, mal wieder zu löten, oder als fertiges Ding für 30. In den Folien, wenn ihr die habt übrigens, seht ihr hier, gibt es dann die Links auf die Sachen auch, also alles hier Hightech. Ich gebe das auch mal. So, das Ding hängen wir also an diesen Impulsausgang, dann nehmen wir einfach zwei Strippen und ziehen die rüber. Das ist der einfachste Fall. Diese Schnittstelle nennt sich S0 und die hat nichts mit ISDN zu tun. Und das ist einfach ein potenzialfreier Ausgang. Das heißt, der Zähler verbindet hier einfach die beiden Kontakte im Rhythmus und der NetIO kann die dann verarbeiten. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein System, in dem die ganzen Impulse nachher landen. Weil da ist dann doch das NetIO etwas überfordert und da bietet sich's an, irgendein LAMP-System zu nehmen. Ich bin ja ganz begeistert von diesen Plug-Rechnern hier, ich weiß nicht, ob ihr den Dockstar hier kennt, den gibt's inzwischen nimmer. Und jetzt ärgert euch, den gab's letztes Jahr noch für 20 Euro, der hat irgendwie 1 Gigahertz, 128 Megabyte RAM. Die Daten, die hier stehen, sind andere, komme ich gleich dazu. Das heißt, das Ding gibt's eigentlich nimmer. Es gibt aber ein Schwesterprodukt, was auf dem gleichen Chipsatz aufbaut. Das nennt also von iOmega, nennt sich iConnect, hat doppelt so viel RAM und hat außerdem noch eine rausgeführte eSATA und hat auch WLAN. Und damit kann man schon einiges anstellen, weil da kann man ein ganz normales Linux drauf tun, also ein stinknormales Debian oder auch OpenWRT, wie man es mag. Das kann man als Backend verwenden. Möchte ich auch wieder haben.
gute Frage, was kostet das Ding von iOmega? Das kostet so 65 Euro, also deutlich mehr als 20, aber dafür, dass es WLAN mit drin hat, also ganz praktisch noch, finde ich. So. Na, das ist nur eine Variante. Ja, ja. Also man kann da beliebig optimieren und alles zusammenführen. Also den Net.io kann man wegsparen, beispielsweise, setzt aber, also bedeutet dann aber, dass das LAMP-System relativ nah am Zähler sitzen muss. Und wenn man dieses System dazwischen hat, hat man den Vorteil, also ich habe eher so ein LAN-Kabel von Zimmer A nach Zimmer B bei mir und darum finde ich es praktischer. Aber grundsätzlich muss man da kein Net.io dazwischen tun, das stimmt schon. Da gibt es auch schon Bauvorschläge, wie man das machen kann. So, das heißt, die beiden verbindet man mit einem LAN halt eben, ne? Zum Stromverbrauch. Der Atmega, wenn man das Original-Netzteil benutzt, wenn man es ein bisschen anders anschließt, das ist alles dokumentiert im Wiki, dann braucht es jetzt ca. 1 Watt. Und das LAMP-System mitsamt der Platte hier, ihr seht den USB-Stick, ne? Wenn er da keine richtige Platte dran hängt, sondern eben ein Stick, dann liegt es bei 3,5 Watt. Also alles sehr erträglich. So, wolltet ihr mal sehen, wie das aussieht? Nee. Also, nur schauen, dass ihr mich hier hört. Also, das gibt dieses Frontend, das findet ihr verlinkt auf der Webseite natürlich. Da gibt es eine Demo-Seite und standardmäßig wird jetzt hier, naja, wenn keine Werte da sind, zeigt er eben an die Skala von 0 bis 1 und eben ein Datum hier jetzt für eine Woche. Und hier kann man jetzt, wenn man dieses Interface leer hat, dann kann man sich Kanäle hinzufügen von Daten, die man sich visualisieren will, also Datenreihen. Wenn man selbst schon Daten einreicht, dann ist es so, dass man die Daten, seine eigenen Daten, kennzeichnet über eine UUID. Ich weiß nicht, ob ihr den RFC kennt, das ist so ein 32-Byte String, den man mit übermittelt, der den eigenen Zähler kennzeichnet. Wenn ihr sowas noch nicht habt und einfach mal schauen wollt, wie denn das aussieht, dann könnt ihr hier über Kanal hinzufügen, euch einen öffentlichen Kanal auswählen. Wenn ihr, wie gesagt, eine eigene UUID schon verwendet, dann tragt ihr die hier ein und sagt dann abonnieren. Und zum Neischmecke könnt ihr hier öffentliche Kanäle dann auswählen, beispielsweise Temperatur baden und dann auf abonnieren. Ha, wunderbar. Ich habe natürlich hier kein Netz. Da wäre weit gedacht. Wie super. Okay, Zauber, Zauber. Dann erscheint hier eine Kurve, die sieht dann etwa aus wie das hier. Sorry, das ist ja echt total dämlich. Ich habe es daheim noch getestet, klar, mit Netz, egal. Hier gibt es eigentlich auch Netz, aber das machen wir jetzt nicht. Also gut, dann erscheint jetzt eine Temperaturkurve und die kann sich jeder schon anschauen. Das heißt, es gibt diese öffentlichen Kanäle, bei denen Leute gesagt haben, die Datenreihe, die veröffentlicht, die könnt ihr euch anschauen. Okay, das ist jetzt kein öffentlicher Kanal, das ist ein Kanal von mir. Und da möchte ich euch mal ein paar Beispiele zeigen, an denen man sieht, warum ihr nicht wollt, dass jemand anderes die Kurven von euch kennt. Jetzt können wir ein bisschen Geräte machen, Geräteraten spielen. Was, von welchem Gerät stammt denn die Lastkurve hier? Oh Mann. Ja, ihr raus. Okay. Ja, Kühlschrank, genau. Also man sieht es am Hub, den er hat, so circa 30 Watt, was das Aggregat hat, wenn es anspringt. Und man sieht, dass es auch nachts durchläuft. Also das ist nicht die Fernbedienung beim Seppen. Und auch durch den... Der Abstand zwischen den, also der Duty Cycle und auch die absoluten Zeiten sind relativ typisch für den Kühlschrank. Da bin ich nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass es die Elektronik ist im Kühlschrank oder das ist komplett an der ganzen Phase gemessen, dass es dann anderen Verbraucher noch gibt. Habe ich noch nicht ausprobiert. Das Licht leuchtet. Stimmt, das ist immer an, wenn ich einen Kühlschrank aufmache. Hast recht. Okay. Und? Was ist das? Hä? Eine Stunde? Also es hat was mit Wärme zu tun, das ist schon mal klar. Das aus allen Rückmeldungen kriege ich, es hat was mit Wärme zu tun, weil irgendwie 2500 Watt, da kann man nur warm mitmachen, also so laut kann man nicht machen und so hell, was soll ich, ja, genau. Okay, also irgendwas mit Wärme. Man sieht es noch ein bisschen genauer, darum, bitte? Ja, okay.
Heizlüfter, ja. Also was daran noch charakteristisch ist, ist, dass der erste Impuls, der ist deutlich breiter als die anderen. Das heißt, irgendwas wird da erstmalig aufgeheizt. Also ein Heizlüfter, der einen Raum aufheizt, könnte es sein, es ist der Backofen. Und das heißt, von 20 Grad auf 180 braucht er halt einfach länger als von 170 auf 180, wenn er wieder nachheizt, wenn er wieder abgekühlt ist und so weiter. Das kann man also relativ deutlich hier erkennen. Und? Was könnte das sein? Ja, könnte Kaffeemaschine sein. Ja, die ist allerdings ein bisschen wilder, weil da sind mehr Aggregate drin, irgendwie mit Pumpen und Zeugs. Spülmaschine, genau. Und zwar lässt er hier das kalte Wasser rein, heizt es auf, spült dann, ne? Wenn dann hier das Wasser dreckig ist, dann pumpt das ab und holt dann neues, klares, kaltes Wasser, heizt es wieder auf und spült dann nochmal. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob es funktioniert. Ich probiere das einfach. Ich schalte mal hier noch das Wasser. Ha, geht dazu. Und da sieht man das auch. Das ist ein bisschen ungeschickt skaliert jetzt. Aber man sieht auch tatsächlich, ich habe das vorhin zum ersten Mal ausprobiert, ob das korreliert. Der holt sich also tatsächlich das Wasser. Sieht man hier, Wasserverbrauch. Zipp, dann holt es rein und heizt es dann auf und so weiter. Und dort passt es auch wieder. Also bestätigt die Theorie, genau. Bitte? Da gibt es Wasseruhren mit einem Impulsausgang. Kommen wir nachher auch kurz noch dazu. So sieht das also aus. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn jemand diese Profile kennt, wenn jemand euer Stromverbrauchsprofil sich anzeigen lassen kann, dann sieht er sehr viel darüber, was bei euch im Haushalt passiert. Wann ihr Verbraucher nutzt, wann ihr ins Bett geht und so weiter. Wann ihr in Urlaub seid, wie lange ihr in Urlaub seid, wie häufig ihr in Urlaub seid. Und ob ihr beispielsweise, wenn ihr krankgeschrieben seid, dann nachts bis um 4 vor der Glotze sitzt oder sowas. Ob ihr Besuch habt, ob sich Dinge verändern. Und da sind sehr viele, ob ihr verreist seid, wenn ihr eigentlich krank wärt und so weiter. Da sind sehr viele Einblicke möglich, wo man sagt, na, man möchte eigentlich gar nicht, dass die Daten irgendwo zentral angesammelt werden. Es gibt da noch andere schöne Profile, das ist jetzt keins von mir. Und ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, dass es in England kürzlich eine größere Hochzeit gab. Und hier, das ist die Verbrauchskurve übers ganze Land von diesem Tag, an dem die geheiratet haben. Und hier sieht man die Leistung, die gezogene Leistung in Megawatt, also irgendwie so in der Größenordnung von 34 Gigawatt, das ganze Land. Und das spielt sich ab zwischen 8 und 15 Uhr. Und hier gibt es einmal die rote Kurve, das ist der Forecast. Das heißt, man hat sich überlegt, wie wird der Verbrauch wohl laufen? Jetzt muss man sich sagen, diese rote, wilde Kurve, das ist das, was man vermutet hat, das, was man prognostiziert hat. Und das blaue ist das, was passiert ist. Dann sieht man halt hier eingezeichnet, okay, die Promis kommen an und die Princess verlässt das Haus und was weiß ich, ne, die Braut kommt an, bla bla. Naja, Historie. Ich meine, was die Hochzeiten angeht, die großen, da haben wir auch eine Historie, aber vermutlich sind die Verbrauchsdaten von damals nicht mehr so brauchbar. Also man hat beides. Man hat einerseits weiß man, was eh passiert, mittags irgendwie, ne? Und man weiß, was von Jahreszeiten man hat. Und es gibt bestimmte Dinge, die lassen sich langfristig abschätzen, bestimmte Dinge, die lassen sich kurzfristig abschätzen, wie jetzt, naja, eine Hochzeit. Und es gibt bestimmte Dinge, die lassen sich nicht abschätzen, wenn jetzt auf einmal ein Promi stirbt oder so und auf einmal alle die Nacht durchglotzen und sowas, ne? Und das heißt, das ist eine Mischung daraus. Genau, jetzt, mir fällt gerade wieder ein, ich sollte ja die Fragen wiederholen. Das heißt, gibt es da wirklich Leute, die sich überlegen, was wird wohl passieren und welchen Stromverbrauch werden die wohl haben? Ja, genau, das passiert. Und wie gesagt, hier hat man das speziell gemacht für diesen Tag mitsamt Hochzeit und so. Und man sieht hier zum einen einen immensen Anstieg. Und ich finde das Beispiel mit den Engländern eh total geil, weil es gibt ja auch solche Kurven bei uns, irgendwie Fußball, WM und sowas, klar. Jetzt muss man sich überlegen, was passiert denn bei uns an synchronem Verhalten? Das ist das Problem, wenn man nicht mal jeder sein Ding dann tut, wenn er mag, sondern wenn alle getaktet sind, ne? Hier Halbzeit. Was passiert bei uns in der Fußballhalbzeit? Irgendwie Endspiel, WM. Ja, die Wasserwerke haben da ein Problem, genau. Kühlschranktür, genau. Das heißt, die Deutschen stehen auf, gehen in den Kühlschrank, holen ihr Bier und so weiter und so weiter. So, das heißt, Kühlschrank auf ist so das Ereignis. Und was macht der Engländer in der Pause? Ah, der macht sich einen Tee. Der schmeißt seinen Wasserkocher an. Nichts irgendwie 30 Watt, 1700 Watt.
Eine Million Stück, das ist ziemlich viel. Und das heißt, dann macht's halt, also da knallt's richtig. Es gibt da übrigens ein total geniales Video von der BBC, die das so visualisiert. Ich weiß nicht, wie viel davon fake ist, aber es ist sehr anschaulich und ist sehr gut gemacht. Ich glaube, ich habe es nicht verlinkt. Also wenn er es nicht findet, dann schickt mir eine Mail. Wirklich sehr sehenswert, sehr schön. Und hier sieht man es aber auch mal sehr schön. Hier gibt's jetzt, die gehen alle aus der Kirche raus. Ne? Also jetzt alle aus der Kirche raus, das ist quasi jetzt die Werbung. Ne? Also was machen sie alle? Machen sie hier einen Tee. Das springt hier an um 2,3 Gigawatt. 2300 Megawatt. Das ist echt viel, das schafft man in Deutschland gar nicht. Also mit Kühlschränken, das kriegt man nicht hin. Echt cool. So, und dann nachher gibt's hier den Balcony Kiss und da gibt's hier den, ne, dann fällt's wieder ab um 3 Gigawatt. Das heißt, da kommt dann Lester auch aus der Küche und schaltet seinen Wasserkocher ab und setzt sich wieder vor die Glotze. Sehr schön, finde ich. Also gut. Okay. Zurück dazu. Also aus den Kurven kann man sehr viel rauslesen. Es gibt auch eine Kurve vom Endspiel der WM 2010 von den Berliner Wasserwerken. Da gibt's, das war auch mal im Netz. Auch sehr spannend. Da sieht man halt auch das hier irgendwie, was da passiert und dann lief's länger und sowas. Also da kann man sehr viel rauslesen. Es ist sehr beunruhigend, wenn man das so sieht. Wenn es ganzheitlich ist, dann tut es ja nicht weh. Aber wenn es auf einen einzelnen Haushalt beschränkt ist, dann tut es, also dann ist schon sehr unangenehm. Jetzt möchte ich euch noch kurz darstellen, wie denn der Aufbau an sich aussieht grundsätzlich. Also wir haben das funktional, den Volkszähler in vier Komponenten unterteilt. Und zwar gibt's einmal das Messen, die eigentliche, wo man einen Messwert halt bestimmt, wo man irgendwas misst. Das Übertragen, im Wesentlichen das Wandeln von der lokalen auf eine Weitverkehrsschnittstelle. Das Speichern der Daten und das Auswerten. Wobei man jetzt natürlich beliebige Sondergriffe machen kann, sagen kann, na, ich habe ein Gerät, was gleich misst und dann gleich eine LAN-Schnittstelle hat. Oder ich habe ein Gerät, was gleich noch speichert oder sowas. Das kann man beliebig dann hier kombinieren sozusagen, dass man es in ein Gerät integriert. Aber rein funktional hat sich's bewährt, das in diese vier Bereiche zu unterteilen. Und das Standard-Setup sieht im Moment so aus, dass wir eben diesen Hutschienenzähler haben, der eben diese S0-Impuls-Schnittstelle hat, der das dann an einen Atmega-Controller gibt, an dieses Net.io, welches dann mit einer LAN-Schnittstelle daherkommt. Also man sieht jetzt hier diese Umwandlung der Schnittstelle von Impuls-Schnittstelle auf LAN. Gespeichert wird es dann eben in einem LAMP-System, sei es, dass es lokal steht irgendwo im Haus oder eben im Internet, also euer eigener Server, oder ihr könnt dafür auch volkszähler.org nutzen. Müsst ihr selber wissen, ob ihr das wollt. Und die Auswertung läuft über den Browser, das habt ihr schon gesehen, wie das aussieht. Und das ist mal ein Setup, quasi der Prototyp, der das umsetzt, der funktioniert. Und aktuell sind wir in der Richtung unterwegs, dass wir sagen, es geht darum, mehr Varianten umzusetzen, weil ich ja nicht sagen kann, was für euch die richtige Lösung ist. Weil ihr vielleicht sagt, mich interessiert ja kein Strom, mich interessiert ja das Wasser. Oder ihr sagt, na, ich habe kein Linux, ich habe keine Ahnung. Ne? Oder, gar nicht so schlecht, das heißt, egal. Oder ihr wollt es nicht auswerten auf dem Browser, sondern und so weiter. Ne? So. Und es spielt ja auch schlicht gar keine Rolle, was irgendjemand davon hält, ob das für euch jetzt wichtig ist oder nicht. Weil für das Projekt, denke ich, ist es so, dass das, was jeder für sich braucht, so, das sollte es auch hergeben, dass er sich das dran schnitzt. Und so ist inzwischen, was die Messung angeht, so, dass wir diesen EDL fast unterstützen, das ist fast fertig. EDL steht für Energiedienstleistungen. Und das sind diese Standardzähler, die eben eingebaut werden, seit Anfang letzten Jahres. Das ist jetzt einer, das ist ein Easy Meter. Auf dem Stream wird man den nicht sehen, aber na gut. Und das heißt, wenn ihr renoviert habt im letzten Jahr oder neu gebaut habt oder das tun werdet demnächst oder jetzt wird das Gesetz gerade novelliert, ihr über 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch habt und so weiter und so fort, dann werdet ihr früher oder später vergleichbare Zähler bekommen, solche Smart Meter. Und wir wollen die auch unterstützen, dass man auch die Daten von dort einspeisen kann, weil dann muss man sich selbst keinen Zähler mehr einbauen. Diese Hutschienenzähler-Geschichte hat sich dann erledigt und das ist eigentlich ganz praktisch. Und es gibt hier extra eine Schnittstelle, die dafür vorgesehen ist, eine optische Schnittstelle, die man mit minimaler Elektronik, also hier ist eine Fotodiode, zwei Transistoren und fünf Widerstände,
und zwei USB-Steckern dann anbinden kann an eine USB-Schnittstelle vom Dockstar oder klar, man kann auch die serielle nehmen und es dann auf einen Atmega hängen oder und so weiter und so fort. Ja, jetzt hast du dich geoutet. Nichts mehr mit unbedarften Fragen. Ist es unabhängig von der Schnittstelle, die es zu demjenigen gibt, der dieses Messgerät nachher betreibt, der Messdienstleister MDL? Ja, das ist der Messstellenbetreiber ist tatsächlich derjenige, der das. Es gibt eine Schnittstelle für denjenigen, der die Werte ausliest, wenn er spezielle Tarife beispielsweise anbietet. Das nennt sich die MSB-Schnittstelle, Messstellenbetreiber-Schnittstelle. Und es gibt eine Kundenschnittstelle, die Info-Schnittstelle. Und der EasyMeter ist jetzt hier ein Sonderfall. Den gibt es in zwei Varianten. Und den gibt es in der Variante, dass er sich eignet für eine Anbindung an, also an den Messstellenbetreiber. Und es gibt ihn in einer Variante, die sich nicht dafür eignet. Und der EasyMeter hat jeweils nur eine Schnittstelle. Der hat also entweder die Schnittstelle zum Messstellenbetreiber oder die für den Kunden. Das ist jetzt der die Messstellenbetreiber-Schnittstelle hat. An die kommt man, wenn dieses Gerät im Haushalt, also ne, im Zählerkasten eingebaut ist, dann kommt man da nicht dran, weil dann oben drauf hier so ein Gerät sitzt, alles verplombt und so weiter. Tja, dann kann man das Ding nicht nutzen. Aber die anderen Geräte, die es gibt, jetzt von Hager, von EMH, von und so weiter, ne, die haben alle diese Schnittstelle an der Front, die sich nutzen lässt dafür. Die andere, die MSB-Schnittstelle, da brauchst du keine Sorgen zu machen, ob man die versehentlich nutzen könnte, weil die ist hinten, da kommt man auch nicht dran, da. Das ist schon entsprechend gemacht. Frage damit beantwortet? Gut, also den wollen wir unterstützen. Das ist so, dass da der spricht halt bestimmte Protokolle. Also der spricht jetzt SML, Smart Message Language. Und es gibt da aber auch noch das OBIS-Protokoll und es gibt da auch noch andere Standards. Das ist dann aber reine Softwaregeschichte. Das passiert jetzt gerade, dass dafür ein Parser entsteht und dass man die Werte dann auch einkippen kann in den Volkszähler. Die Info-Schnittstelle gibt's in zwei Varianten. Es gibt einmal so einen Impuls, die Möglichkeit als Impulsausgang das zu betreiben. Dann hat er 10.000 Impulse pro Kilowattstunde. Während die Zähler, wie wir sie vorhin gesehen haben, diese normalen Hutschienenzähler, die haben zwischen 800 und 2.000 Impulsen pro Kilowattstunde. Also so gesehen eine höhere Auflösung. Aber der spannendere Modus ist eigentlich der, bei dem er in regelmäßigen Zeitabständen einen Wert rausgibt. Und da hat er eine Auflösung von ich weiß nicht. Ich kann es nicht sagen. Ja. Ja, die lesen den Wert eben ab, aber die arbeiten auch nicht mit der Impulsschnittstelle, sondern die lesen den aktuell angezeigten Wert eben ab, genau. Der gibt über diese Infoschnittstelle, wenn er in diesem Betrieb ist, dass er die Messwerte rausgibt, alle 2 Sekunden den aktuellen Zählerstand raus. Und ich glaube, es ist 100 Watt. Ich bin nicht ganz sicher. Die Frage war jetzt, ob man die Zeit zwischen den Impulsen bestimmt oder ob man die Werte ausliest. Es gibt beide Modi. Es gibt einen Impulsausgang, dann gibt er eben, also bei den EDL-Zählern, bei diesen Smart Metern, dann gibt er für jede Kilowattstunde 10.000 Impulse raus. Also ein Impuls sagt, 1/10 Wattstunde wurde jetzt gerade verbraucht. Diesen Modus gibt's, dann sind es einfach nur Impulse. Also blinkt er einfach vor sich hin. Und der andere Modus, da spricht dann Protokoll, wo er eben sagt, okay, der aktuelle Messwert ist bla bla bla, ne, eben dass er einen Wert anzeigt für den aktuellen Zählerstand. Das unterscheidet sich jetzt wieder. Es gibt welche, die geben nur die Zählerwerte aus und es gibt auch welche, die geben zusätzlich noch die Leistung aus und so weiter. Die geben dann noch mehr Daten aus. Das ist unterschiedlich. Aber es gibt beide Modi, ist damit die Antwort auf die Frage. So, EDL, optischer Tastkopf. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das über einen Transducer zu messen. Da habe ich jetzt dummerweise nichts da. Letztendlich ist das eine Stromzange, so ein Zangenampermeter kennt ihr vielleicht, welches man um den Leiter legt und welches dann proportional zum Stromfluss eine Spannung ausgibt. Und die Spannung kann man dann messen und dann hat man einen Rückschluss auf den Strom, der fließt. Und wenn man die Spannung kennt, dann oder wenn man sie separat nochmal misst, da gibt es Unterschiede, dann kann man natürlich die Leistung berechnen. Das wird auch demnächst fertig sein. Das passiert auch gerade. Da passiert sehr viel, also sowohl was diese
EDL und den optischen Tastkopf angeht, als auch was diese Transducer angeht. Passiert sehr viel in dem Projekt von Matthias Dahlheimer vom Fraunhofer ITWM in Kaiserslautern. Dessen Projekt heißt My Smart Grid. Wir sind da auch immer wieder zusammen unterwegs. Es war kürzlich das Elektrocamp in Stuttgart. Das zweite, das erste war letztes Jahr in Kaiserslautern. Und da wird es im Spätjahr wieder eines geben, aber jetzt in Groningen in Holland. Und wenn euch das interessiert, also auf volkszähler.org, mysmartgrid.de oder elektrocamp.de, da findet ihr mehr Infos dazu. Gut, dann die Wasseruhr, hat man vorhin kurz angesprochen. Es gibt so Wasseruhren, da hängt einfach ein Kabel raus und da gibt halt auch Impulse raus, jedes Mal, wenn ein Liter durchgeflossen ist. Und da kann man dann das gleiche Ding dann dranhängen, weil ab der S0-Schnittstelle ist ja alles gleich nach hinten raus, wie bei diesem Hutschinenzähler. Und da hat man halt eine andere Einheit. Und das ist aber eigentlich schon alles. So, und dann sind wir definitiv aus dem Smart-Metering-Bereich raus, wenn wir von den Temperatursensoren reden. Es gibt solche One-Wire-Temperatursensoren von Dallas, die haben 3 Pins, das ist ein normales Transistorgehäuse, der hat Plus und Minus und Datenleitung und den kann man an diesen Atmega einfach dranhängen und Ether6 bringt die Routinen mit für das Auslesen. Das heißt, alles, was man braucht, ist diesen Temperatursensor, den man für 2 Euro circa kriegt, dann 3 Lötpunkte und dann die Software, der Rest ist dann Software und dann kann man direkt die Temperatur auslesen, abfragen bei dem Ding. Und das ist einfach so praktisch, dass, und ab der Ablage im Backend oder ab der Übergabe an die Middleware ist so, dass es keine Rolle mehr spielt, welche Werte man jetzt hier verarbeitet und dann visualisiert, das ist ja alles identisch. Da komme ich da noch dazu. Es gibt sowas. Es ist ein sehr gutes Messgerät. Also es hat den Stempel von der CT. Der Ernst Ahlers von der CT hat es getestet und ist ganz begeistert von dem. Das gibt es bei Reichelt. Das kostet 10 Euro. Also das heißt, mehr Killer-Features gibt es eigentlich nicht mehr. Das ist schon alles. In der LAN-Buchse vielleicht. Das wäre noch. Aber ansonsten hat es alles, was man braucht. Und der Knackpunkt daran, das misst auch sehr genau, misst eben die Wirkleistung. Der Knackpunkt daran, das behält die Werte halt für sich. Aber da passiert gerade was, da zeige ich gleich nochmal was dazu. Okay, übertragen. Da brauchen wir halt entweder den Atmega plus LAN oder halt eine Linux-Büchse oder irgendwas anderes. Und was das Speicher angeht, da haben wir in der Middleware eine Datenbank-Abstraktion. Und das heißt, wir unterstützen jetzt MySQL, PostgreSQL und SQLite. Und was die Auswertung angeht, da wäre es natürlich schön, man könnte es mit einer Smartphone-App machen, also mit dem Smartphone-Browser geht es natürlich, aber das ist alles andere als optimal. Das wäre schön, wir hätten da noch was und das ist eine Idee. Und Nordlichter brauche ich nicht auszupacken, ich glaube, das kennt ihr. Wenn der mit der entsprechenden Schnittstelle daherkommt, sprich, wenn man dem ein Bluetooth-Modul dran schraubt oder wenn man den an einen WLAN-Router dranhängt, dann kann man den auch als Display verwenden und die Idee ist die, wenn man sich überlegt, also klar, für den Nerd reicht es zu messen und zu visualisieren, der ist total begeistert, das reicht, also mehr braucht es eigentlich nicht. Aber wenn man sich überlegt, dass man eigentlich Energie sparen möchte und nicht nur mal gestartet hat, nicht nur mit dem Ziel zu messen, sondern Energie zu sparen, dann muss man sich fragen, wie kann man die Leute dazu bringen, dass sie wirklich Energie sparen? Wie mache ich jemandem klar, jetzt wäre gerade ein Moment zu schauen, was du jetzt gerade verbrauchst, weil irgendwas läuft da schief. Und eine Möglichkeit wäre zu sagen, na, da hat man eine Lampe und wenn die rot leuchtet, dann verbrauche ich gerade mehr als 1000 Watt, als Beispiel. Und mit dem Nordlicht kann man genau das machen, dass man das da hinstellt und dann eben einen roten Punkt an die Wand wirft, wenn mehr als 1000 Watt und einen gelben Punkt, wenn zwischen 150 und 1000 Watt und weniger als 150 Watt ist grün, sowas in der Art. Klar, das ist nur die erste Näherung, weil klar ist, nachts sind 150 Watt ziemlich viel bei mir jetzt. Und 1000 Watt, das müssen nicht unbedingt viel sein, wenn jetzt gerade die Spülmaschine läuft, dann ist es kein Grund für einen Alarm und so weiter. Also da kann man noch deutlich weitergehen, da ist noch sehr viel auf dem Konzept gar nicht klar, was man da tun könnte. Aber für einen ersten Schritt überhaupt mal zu visualisieren, ist ein Nordlicht sicher eine gute Idee. Ob man jetzt unbedingt sagt, rot bedeutet mehr als 1000 Watt oder ob man da auf eine bessere Idee kommt. Jetzt haben wir gerade 200 Watt und wir lassen es rot leuchten, weil wir wissen, dass es eigentlich keine 200 Watt sein sollten und so. Da fehlt noch das Konzept, aber was die Visualisierung angeht, ist das Nordlicht auch ein spannendes Frontend auf alle Fälle. Schnittstellen. Hier vorne am Übergang von Messen nach Übertragen haben wir, ist durcheinander geworfen, jetzt Hardware-Schnittstellen und Protokolle. Also hier haben wir auf alle Fälle S0 als Hardware-Schnittstelle, und Protokoll.
SML über diese serielle Geschichte oder alternativ OBIS, dieses andere Protokoll. SML ist binär kodiert und OBIS ist ASCII. Hm. Und dann eben OneWire oder auch 6LowPAN, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ein Funkprotokoll, welches auf IPv6-Basis und ohne Lizenz FU, also ne, parallel zu Bluetooth, auch auf dem gleichen Standard 802.15.4 aufsetzt, aber eben eine andere Applikation darauf praktisch bildet. Aber man muss sich keine Lizenzen kaufen bei ZigBee für die einzelnen Module. Das sind so in etwa die Randbedingungen. Wie ZigBee auch, kann man das auf mehreren verschiedenen Frequenzen betreiben, also auf dem 2,4 GHz Band oder auch bei 868. Und gerade für das Funken im Haushalt aus dem Zählerkasten raus, Blech und so, ihr erinnert euch, da sind 2,4 GHz nicht so sehr praktisch und die 868 sind da deutlich besser. Und 6LowPAN ist da sicher auch eine spannende Schnittstelle. Der Matthias Dahlheimer macht sehr viel in diese Richtung. Ja, die Schnittstelle zwischen Übertragen und Speichern, LAN oder WLAN und als Protokoll dann die Volkszähler-API. Und zwischen dem Speichern und Auswerten natürlich auch wieder die Volkszähler-API. Das heißt, das Ziel ist auf alle Fälle, eine Vielfalt zu erreichen. Das heißt, wenn jetzt jemand daherkommt, das passiert eigentlich auch schon die ganze Zeit, dass jemand sagt, ja, das ist alles ganz super, was ihr da habt, aber ihr habt ja gar nicht, dann soll es dem möglichst einfach sein, das zu integrieren, weil er sagt, die ganze Visualisierung ist super, da hätte ich es lange dazu gebraucht, aber ich möchte eigentlich diesen Konrad VSM 103 auslesen können, weil der noch die Frequenz misst. Oder ich möchte jetzt diesen KD302 anbinden, weil der und so weiter. Ne? Was den Status angeht, wo jetzt hier grüne Haken sind, das funktioniert. Die Haken in Klammern, das wird demnächst funktionieren, das ist absehbar, da ist nicht mehr viel zu tun. Aber wenn ihr es haben wollt, könnt ihr euch direkt melden und das bisschen, was noch zu tun ist, tun. Und da, wo die roten Kreuzle sind, das halte ich für spannend. Da gibt es auf alle Fälle noch einiges zu tun. Da ist noch nicht sehr viel passiert. Da könnt ihr euch also austoben. So, Dele, jetzt möchte ich euch noch das Wiki zeigen und zwar in Bezug auf das Ding hier. Genau, es gibt hier dieses KD302, wie gesagt, bei Reichelt. Und da hat sich jetzt jemand gefunden, der gesagt hat, das Messgerät ist super und das, was ihr macht, ist gar nicht so schlecht, aber jetzt fehlt ja irgendwie noch die Brücke. Dann hat er sich das Ding mal auseinandergenommen und aufgemacht. Vorsicht, 230 Volt, also ist nicht alles zur Nachahmung empfohlen. Und der hat sich so eine Tochterplatine gebaut und der hat sich, nachdem er ein bisschen verstanden hat, das sind zwei Chips drin, ein Messchip und ein Controller, was die beiden denn so miteinander machen und welche Werte die verwenden und wie die miteinander kommunizieren, hat er versucht, da an die Kommunikation ranzukommen und um an die Messwerte dranzukommen. Weil der Knackpunkt ist ja der, die Werte rauszufunken von einem Controller, wenn man die Werte mal in der Hand hat, das ist relativ einfach, also über Bluetooth oder über WLAN oder über 6LowPAN. Das heißt, das Schwierige ist, die Werte, die guten Messwerte mal in die Hand zu bekommen. Und da hat er eben gelötet und das ist hier das EEPROM, in dem die Werte sind. Da hat er mal ein bisschen ausgelesen und gesehen, dass es da zum Beispiel eine S0-Schnittstelle gibt, also so eine Impulsschnittstelle, dass die aber ein bisschen seltsam initialisiert ist, sodass er also bei Leistungswerten größer 2 Watt nichts mehr anzeigt. Jetzt ist der Leistungsbereich bis 2 Watt schon auch sehr spannend und künftig wird der immer spannender, das ist schon klar. Und trotzdem, das meiste passiert halt heute oberhalb von 2 Watt. Also gut, dann hat er sich so einen Bus Pirate besorgt und den da dran gehängt und jetzt kann man schauen, er hatte ein Foto drin von einer Variante, die nicht zur Nachahmung empfohlen ist, das hat er inzwischen aber rausgemacht. Und zwar, die Frage ist ja, wie man den Controller mit Spannung versorgt, während man hier irgendwelche Werte ausliest. Na, der einfachste Fall ist, dass man hier Spannung drauf gibt, dann hat auch der Controller Spannung, aber hier ist natürlich keine galvanische Trennung drin, das ist so eine Sache, das mag nicht jeder, das sollte man eigentlich gar nicht tun. Er hatte da auch ein Foto drin, aber inzwischen hat er es so gemacht, dass er da keine Spannung anschließt und die 5 Volt einfach einspeist auf die Elektronik. Bedeutet halt, dass es keine gescheiten Messwerte gibt, aber er kann dann mit dem Equipment sprechen. So, und dann hat er sich eben mal angeschaut, was denn hier so drin steht und bla bla bla, ne? Und hier, was die Schnittstellen machen und dann hat er, ach doch, hier ist das Bild noch drin, also so sollte man es nicht betreiben. Mm-mm. Hier besser, ne? Okay. Aber der Herr lebt noch, so gesehen, also alles gut gegangen.
und so weiter und so fort. Der hat sich also da ein bisschen reingekniet und mal so geguckt, was da so geht. Und hier sieht man auch diese DS0-Schnittstelle, die jetzt hier bei 1,8 Watt dann schon fast alles runtergezogen hat, während bei 0 Watt eben alles oben ist und die Impulse sehen eben so aus. Und bei 2 Watt ist dann fertig, da hat man dann das Ganze Zeit runtergezogen. Dann gibt es also keine Unterscheidung mehr zwischen 2 Watt und 1000 Watt, naja. Und so weiter und so fort. Also das heißt, hier ist ja unterwegs in Richtung eine Schnittstelle da dran zu bauen, dass man eben auch mit so einem Ding im Idealfall über Funk, weil dann auch das Thema galvanische Trennung mit erledigt ist, das einspeisen kann in den Volkszähler, in das Backend. Tja, und auf dem Weg, als wir, noch was genau, habe ich vergessen zu erwähnen, was mit in dem Kästchen mit dabei war, war einmal eine Steckdose, das kennt ihr schon, den Zähler, dazu habe ich was gesagt, und dann gibt es ein drittes Gerät und das ist nichts anderes als ein Atmega-Controller in den Hutschienengehäuse integriert. Da hat sich jemand hingesetzt und ein Design gebaut, eine eigene Platine gemacht auf Basis vom Atmega 1284 und eben dann 5 S0-Eingänge rausgeführt und dann noch ein Micro-SD-Card-Laser und klar die LAN-Schnittstelle, damit man da die Werte rausgeben kann und so weiter. Und der hat sich da ziemlich verkünstelt, der Udo, und das hat er wirklich sehr gut gemacht, finde ich, gefällt mir sehr gut. Und da haben wir irgendwann mal überlegt, wie können wir das jetzt noch besser machen. Dankeschön. Also hier drin ist genau quasi der Ersatz für dieses NetIO-Board. Und hier die LAN-Schnittstelle. Und dann haben wir irgendwann überlegt, wie können wir es denn noch besser machen, weil ich hatte bis vor einer Weile noch kein LAN in meinem Zählerschrank. Und ich denke, dass es vielen so geht. Und das heißt, eine Funkschnittstelle wäre ganz praktisch gewesen. Da haben wir überlegt, Funk, und da gab es diese Bluetooth-Module. Ah, vielen Dank nochmal. Ich sehe, hier sitzen gerade Leute auch im Mikrocontroller-Forum, im Checkspace-Kontext unterwegs sind und so weiter. Also die Empfehlung habe ich irgendwie da von dort gekriegt, diese Bluetooth-Module. Und da haben wir gedacht, Mensch, es wäre doch praktisch, wenn das Ding funken könnte. Also habe ich mit dem Udo da ein bisschen drüber meditiert und wie der Udo so ist. Der Udo ist derjenige, der dieses Ding hier gebaut hat. Das hat so angefangen, dass er gesagt hat, ja, aber Bluetooth ist blöd. Ich habe da was anderes gesehen. Ich habe da ein WLAN-Modul gesehen, hat dieses WLAN-Modul gefunden. Ich fand da als Nachteil, das kostet irgendwie dann 25, 28 Euro. Der Vorteil daran ist aber, dass da ein Controller drauf ist. Das heißt, der ist wesentlich schlauer. Also auf dem Bluetooth-Modul ist auch ein Controller. Aber das Datenblatt ist dann doch sehr karg. Und der hat schon eine gewisse Intelligenz reinprogrammiert. Ich zitiere aus dem Datenblatt, der hat einen HTML-Client. Ich glaube, es ist eher so ein HTTP-Client damit gemeint, aber na gut, die kennen sich mehr mit der Elektronik aus als mit dem Protokollen, ist in Ordnung. Und der hat dieses Modul dann im ersten Aufbau mal hier so angesprochen, das war dann der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann, dass er gesagt hat, na, jetzt mache ich mal geschwind ein Platinchen. Und dann hat sich herausgestellt, Moment, eigentlich ist es ganz schön umständlich zu sagen, man hat hier diesen Atmega 1284 mit den S0-Schnittstellen und dann als Funkschnittstelle noch das WLAN. Was genau macht denn der 1284 jetzt noch? Den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. So, das heißt, die Platine sieht jetzt so aus, dass wir hier ein ATtiny drauf, dass er hier ein ATtiny drauf hat. Und der das sind zwei Eingänge für S0 ausgelegt und der spricht mit dem WLAN-Modul und der setzt dann direkt die GET-Requests ab. Da wird das Ganze dann viel, viel, viel einfacher. Fand ich ziemlich cool und zum Schluss sah es dann irgendwie so aus. Also der Udo, der macht das alles ganz schön und ganz ordentlich. Ich finde es total cool. So, was passiert da? Ach so, genau. Und dann, diese 1000 bis 2000 Impulse pro Kilowattstunde, die diese normalen Zähler hier haben, finde ich eigentlich ganz okay, aber es gibt Leute, denen geht es anders auf der Mailingliste und da hat jemand mal gesagt, na, da können wir doch eigentlich mehr rauskitzeln, wenn man ein bisschen wisst, was das Ding tut, weil der zählt ja irgendwie auch nur. Und der ist jetzt also dran, der hat jetzt hier diese Seite angelegt und mal so ein bisschen geguckt, was denn da passiert. Ja, der ist der gleiche auch beteiligt, der bei dem anderen seine Finger im Spiel hat. Und wieder der Bus Pirate. Und das heißt, die sind jetzt kurz davor, das Ding anders zu initialisieren. Im Moment geht es noch um die Kalibration, aber so die 400.000 Impulse pro Kilowattstunde scheinen erreichbar. Also dann eine deutlich höhere Auflösung irgendwie. Ob man das jetzt braucht, ist eine andere Diskussion, ist die falsche Frage. Aber mehr ist immer besser, grundsätzlich genau. So, das heißt, im Moment geht es noch um die Frage, wie kann man das kalibrieren, weil da gibt es so einen Teiler, kann man den einfach überspringen, ist das konstant und so. Das versuchen die gerade rauszukriegen.
Cool, ja. Und wieder mit dem Ansatz, jemand kommt daher und sagt, das ist alles nicht schlecht, aber ich bräuchte jetzt noch. Ne? Und man möchte den Leuten ermöglichen, möglichst einfach einzusteigen, möglichst viel zu verwenden, ohne viel Arbeit doppelt zu machen. Welcher? Der EDL? Der hier? Also die Frage war, ob der Smart Meter, der offiziell eingebaute, getrennt für jede Phase zählt. Also der zählt getrennt für jede Phase, zeigt es aber in Summe. Moment. Also er kann es pro Phase ausgeben. Genau, der hat einen Summenwert und der hat einen Wert pro Phase. Also er misst definitiv getrennt. Für die Abrechnung ist natürlich nur in Summe relevant. Gut. Nächste Baustelle, Infrarot-Lesekopf, weil, das habt ihr ja gesehen, ist noch ein bisschen frickelig, diese Anbindung. Man kann solche Leseköpfe, optische Leseköpfe kaufen. Die man dann hier auf dem Smart Meter anbringt. Da gibt es auch eine Standardmechanik dafür. Und die werden allerdings relativ teuer verkauft, was total lächerlich ist, weil da ist eigentlich nichts drin. Also, wie gesagt, hier, das ist die gesamte Elektronik, zwei Transistoren und so weiter. Und die Fotodiode. Die werden verkauft für zwischen 90 und 120 Euro. Und also, ja. Also da ist ein Markt, wenn ihr irgendwie, ne? Und so weiter. Also der Udo hat sich da hingesetzt und da mal ein bisschen was gemacht. Und wie das halt so ist, wenn er sich hinsetzt, dann macht er es gleich ordentlich. Und das sieht in etwa jetzt so aus. Das hat er jetzt gestern Abend ins Wiki eingestellt. Also, dass er da irgendwelche Renderings drin hat, heißt für mich, dass die Platine gerade noch in der Mache ist. Also, das hat er dann vielleicht morgen oder so, würde ich mal vermuten. Viel länger geht's beim Udo nicht. Und ja, das halte ich für eine spannende Ecke, an die Standardzähler dran zu gehen, weil das eben für viele das Problem löst, dass sie dann überhaupt an den Strom dran müssen, also an die 230 Volt. Und im Einzelfall ist es möglicherweise sogar billiger, weil er muss ja keine Messeinrichtung mehr kaufen, die hat er ja schon. Und die Messwerte, die er verarbeitet, die sind exakt identisch zu denen, die das E-Werk verarbeitet und so. Also es hat schon viele Reize. Ach übrigens, ihr könnt auch mal bei eurem E-Werk anfragen, bei eurem Verteilnetzbetreiber anfragen, ob der euch denn nicht so ein Smart Meter einbaut, ohne dass ihr da jetzt einen speziellen Tarif haben wollt, der das nutzt und was es kostet, weil es gibt Leute auf der Mailingliste, die berichtet haben, dass sie dass deren Energieversorger für 50 bis 80 Euro so ein Ding einbaut, also mit alles, ne? Also komplette Kosten, und das finde ich sehr fair. Also, welchen Zähler zu tauschen? Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Das könnte sogar sein, dass, also jetzt gerade, wenn die Novelle durch ist, die jetzt gerade demnächst in den Bundestag kommt, der Entwurf ist vom 6.6., dann wird es definitiv so sein, wenn du es bis dorthin rauszögern kannst, dann werden sie keinen alten mehr einbauen können. Das ist mein Verständnis, wie es jetzt ist. Frag doch mal. Also die Frage war gerade, was passiert denn, wenn der alte Ferraris, der schwarze Zähler, seine Eichfrist überschritten hat und dann getauscht werden muss? Kann der überhaupt nochmal gegen Ferraris getauscht werden? Ich denke, das kann jetzt schon noch passieren. Und dazu kommt natürlich, dass es nochmal eine andere Dimension gibt. Da gab es auch Berichte, dass es E-Werke gibt, die sagen, ja, ich weiß, ich müsste eigentlich jetzt einen Smart Meter einbauen. Auch wenn derjenige jetzt kein Kunde bei dem E-Werk mehr ist, weil er seinen Strom von woanders bezieht. Und dass er sagt, ja, wir machen es aber einfach nicht. Und dann müssen sie uns schon verklagen. Sagt er, gibt es die Geschichte von einem, der sagt, da kriegen wir endlich mal raus, ob es eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat ist, wenn ich das nicht mache und sowas. Also der hat sich da sehr entspannt zurücklehnt. Aber das lohnt sich vielleicht mal zu fragen, weil es gibt da wirklich sehr faire Angebote. Und wenn man für 50 Euro sich so ein Smart Meter einbauen lassen kann, inklusive Installation, oder auch für 80, also dann ist das definitiv der beste Weg. So, was habe ich jetzt alles? Außer mich verlaufen. Das fehlt da soweit immer noch nicht. SML. Es gibt auch eine Seite in dem Wiki, in der unsere Erkenntnisse zum Thema SML-Protokoll dokumentiert sind. Wie gesagt, der Parser, der entsteht gerade. Und ich gehe davon aus, dass demnächst, Sternchen, Fußnote, das alles fertig sein wird, dass man die also anbinden kann.
Und da haben wir einfach mal zusammengetragen, was es denn so gibt. Wie arbeiten die denn? Wie sieht die Spezifikation aus? Was für Dokumente gibt es, die das spezifizieren? Alles dann verlinkt. Und auch hier, wie sieht die Datei grundsätzlich aus? Und auch Beispielausgaben von verschiedenen Geräten. Hier im EMH, hier den EasyMeter, genau der hier. Und dann nochmal EMH, IHZ. Wo man so ein bisschen sieht, was die so sprechen, um den Parser entsprechend zu bauen. Was möchte ich hier noch zeigen? Das GitHub-Repository, genau. Und dort gibt es seit einer Weile ein neues Modul, den VZ-Logger. Und die Idee ist die, dass man auf diesem, also in diesem zweiten Funktionsblock übertragen, dass man dort ja die Wandlung hat, hinten raus Richtung LAN und Volkszähler-API, alles Standard. Und nach vorne her hat man eben, je nachdem, für jedes neue Messgerät vielleicht eine neue Hardware oder gar eine neue Software-Schnittstelle, ein neues Protokoll. Und da hat der Steffen Vogel ein Modul implementiert. Der wollte eigentlich zuschauen, vielleicht schaut er zu. Hallo Steffen. Den VZ-Logger, der genau diese Funktion abdeckt, dass man sagt, wir haben ein Framework, welches nach hinten raus schon alles hat, wo man jetzt nur eine neue Bibliothek einklinken muss, für welches dieses Protokoll spricht. Beispielsweise gibt es da jetzt dann eine Bibliothek für das SML, eine für OBIS, es gibt eine für das S0, da kann man auch das darüber abfackeln. Und da, ich bin jetzt sicher, wie es gerade aussieht mit diesem Konrad-Zähler, der auch ein sehr spannendes Gerät ist. Da waren wir aber nicht so ganz zufrieden mit der Qualität, was jetzt also mit der Präzision. Aber wenn jetzt so ein Gerät dazu käme, dann würde das sicher auch ein eigenes Modul bekommen, was die Anbindung angeht. Und dann hätten wir relativ wenig Aufwand, um das dann anzubinden. Schon alles hier dokumentiert. OneWire, genau, schon, da steht es ja auch, ne? OneWire, dann die S0-Schnittstelle. Und hier sind dann die Details beschrieben, eben OBIS, direkt das S0 oder das SML kommt noch dazu. Gut, das findet sich alles im Git-Repository. Kommunikation läuft hauptsächlich über die Mailingliste, inzwischen immer mehr auch über IRC. Das heißt, auf der Mailingliste wurde es dann ein bisschen stiller, so abends zwischen 18 und 23 Uhr findet sich da meist was. Die Kontaktinfos findet ihr im Wiki. Und Wiki gibt es auch, genau. Und ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen verlaufen. Ich bin jetzt aber inhaltlich, glaube ich, durch. Ich glaube nicht, dass ich was vergessen habe. Ich denke, ihr wisst jetzt, ihr wollt unbedingt einen Smart Meter haben, ob ihr damit Energie messen wollt oder irgendwas anderes oder ne? Niederschlagsmenge oder Luftfeuchtigkeit, das ist genau das, was ihr braucht. Ihr wollt einen Smart Meter, ihr wollt aber auf keinen Fall eure Daten aus der Hand geben, was eure Verbrauchswerte angeht. Gut, dann sage ich schon mal vielen Dank. Vielen Dank auch an die hier aufgelisteten, Steffen Vogel, Udo, den JD, den Wilma und den Gonium, das ist der Matthias Dahlheimer. Vielen Dank an euch. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne jetzt loslegen. Also die zeitliche Auflösung ist nicht festgesetzt im Gesetz, aber die 15-Minuten-Werte sind Standard und die sind auch schlimm genug. Also darum, über höhere Auflösung braucht man gar nicht zu sprechen. Wen es interessiert, kann man eine Mail schicken. Ich habe das, wenn man Daten von sich selbst hat, dann kann man auch schön mal die Auflösung verändern und schauen, was kann man denn dann noch rauslesen. Und aus den Stundenwerten ist es so, dass man, ich habe es mal probiert, dass man dann deutlich unschärfer sieht, aber auch da, beispielsweise jetzt bin ich in Urlaub oder, ne, und also den Kühlschrank kann man immer erkennen. Das verschwindet dann gerade, aber mit dem 15-Minuten-Intervall haut es noch hin. Und das heißt, über eine feinere Auflösung als 15 Minuten braucht man nicht zu sprechen. Und wenn man über Aggregation sprechen möchte, um zu verstecken, was im Haushalt passiert, dann muss man deutlich weggehen von 15 Minuten. So, deine Frage war aber eine andere. Kann man das überhaupt umgehen? Es ist so, dass in der Novelle ein Abschnitt enthalten ist, der besagt, dass künftig jeder Anbieter einen Tarif anbieten muss, der so gestaltet ist, dass die Übertragung der Messwerte in feiner Auflösung, also mehr als die Abrechnung, nicht erforderlich ist. So, also so ein Opt-out quasi. Und ich habe das gelesen, habe dann gedacht, na super, steht natürlich nicht drin, was es kostet. Gut, das kann natürlich im Gesetz auch nicht stehen, das heißt und so weiter, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Folgendes entsteht, dass es einen Anbieter gibt, der sagt, bei uns gibt es Strom, der so berechnet wird, dass wir die Daten nicht zentral brauchen. Entweder weil,
unser Tarif so und so aussieht oder weil die Messung und die Abrechnung komplett im Smart Meter vor Ort läuft und der dann das nur einmal im Monat rauslässt, sowas zum Beispiel. Dafür wäre dann Platz und wenn sich sowas im Markt findet und Leute sich dafür interessieren, denen bewusst ist, dass sie das andere eigentlich nicht wollen, dann könnte auch das funktionieren. Also es wird, der Standard wird sein, dass die Werte erfasst werden, davon, das ist zu befürchten, aber es ist zumindest im Gesetz, wie gesagt, vorgesehen, dass es einen Opt-out-Tarif geben muss bei jedem Stromanbieter. Jeder muss mindestens einen anbieten, steht da wörtlich drin. Die Frage war gerade, welche Möglichkeiten gibt es denn, das Equipment auch zu nutzen, wenn ich Strom selbst erzeuge? Weil da haben wir ja mehrere Richtungen quasi. Ich habe jetzt einmal den Bezug, das Klassische sozusagen, ich verbrauche einfach Strom und ich habe eben die Erzeugung, dass ich Strom einspeise ins Netz oder ich habe den Eigenverbrauch. Das heißt, dieses Dreieck, das will man jetzt eigentlich messen dann in dem Fall. Muss man zwei Dinge trennen, funktional, kein Problem, weil in welche Richtung der Strom fließt, ist ja wurscht. Ne? Also dem Equipment ist wurscht. Also funktional ist alles geeignet, diese Strom, diese Verbrauchswerte zu ermitteln, kein Problem. Die andere Geschichte ist, dass du aber solches Equipment brauchst für die Abrechnung. Das heißt, es muss entsprechend geeichtes Equipment sein und das erfüllt man damit natürlich nicht. Und danke für das Stichwort. Ich habe mir das noch aufgeschrieben, dass ich dazu sage, es geht hierbei nicht darum zu sagen, haha, wenn man hier so ein Ding selber bastelt, dann kann man zum Stromversorger sagen, ich brauche gar keinen Smart Meter, du brauchst keinen bei mir einzubauen. Darum geht es natürlich nicht, weil es hier hoheitlicher Bereich verplombt und so weiter. Das hat damit nichts zu tun. Es geht um die Visualisierung, unabhängig davon, was der Stromversorger tun muss und so weiter. Ist wirklich die Richtung des Stromflusses egal, beziehungsweise kann der Unterschiedenzähler wirklich ein Bild zu schicken, egal in welche Richtung der Strom fließt? Ist nicht ganz so egal im Sinne von, der macht es schon richtig. Aber im Sinne von, man kann das Equipment so einbauen, dass es dafür taugt. Also der Hutschienenzähler, dem ist vermutlich, also das habe ich jetzt nicht überlegt, dem ist vermutlich insofern egal, weil er einfach Impulse zählt und ob das jetzt vorwärts oder rückwärts, der zählt einfach nur vorwärts. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ja, genau, weil der mit dem Schand und so weiter müsste so, also das heißt, das ist nicht, wäre insofern aber nicht geeignet dafür, weil du willst ja das entsprechend berücksichtigen oder dass der nur in die eine Richtung zählt und wenn er in die andere Richtung fließt, dass er dann aufhört zu zählen, um das dann auf dem anderen Zähler auflaufen zu lassen. Aber was man da noch bräuchte, wäre Equipment außenrum, um dafür zu sorgen, dass der Zähler eben genau dann nicht zählt, wenn der Strom jetzt in die andere Richtung fließt. Und da habe ich jetzt keine Erfahrung, das kann ich nicht sagen, was da, also das Messequipment an sich taugt dafür. Aber man bräuchte noch Elektronik außenrum, die das eben dann trennt. Aha, jetzt fließt das Strom so, also muss es auf den Zähler gehen und so weiter. Also die Frage war, braucht man das komplette Setup mit NetIO und Linux und Volkszähler.org? Habe ich die Frage richtig verstanden so? Ja, ob ein Speichern auf dem Net.io notwendig ist. Also das Net.io speichert derzeit nicht. Das kann es einfach nicht, dazu hat es zu wenig Platz für alles. Das heißt, es gibt es sofort durch. Also es kann minimal, da kann man ein paar Puffer im Arbeitsspeicher anlegen für 5 Impulse oder sowas, aber dann wird es schon eng, Größenordnung. Und das heißt, aber man kann sagen, der Net.io speichert eigentlich nicht. Wenn ich den Net.io habe, dann kann ich damit gegen eine Linux-Maschine sprechen und dort die Werte in die Datenbank werfen. Ob das jetzt ein lokales Docstar ist, was bei mir steht, oder ob das Volkszähler.org ist, spielt keine Rolle. Also ich habe es so laufen, ich habe meine Werte in Volkszähler.org, ich habe bei mir im Haus diese Net.IOs, die Impulse über LAN dann ins Internet eher auf Volkszähler.org reinschmeißen. Also ja, man braucht vor Ort kein Linux-System, Net.IO reicht aus, weil der genau schon das Protokoll spricht. Gut, bitte. Nee. Klar, also interessieren wird es einen, dass man sagt, na, wenn da Messwerte sind, da kann man doch was mitmachen, aber das geht natürlich nicht. Also. Ja, klar, aber wenn die Grundidee ist zu sagen, die Werte sind nur für einen selbst nutzbar. Und in dem Moment, wo man natürlich die Messwerte hier in eine Datenbank reinwirft, ist natürlich klar, damit hat es jemand anderes. Aber dass wir jetzt irgendeine Art von Auswertung anbieten, das verbietet sich, klar.
Es ist auch so, dass die, da haben wir von vornherein ein Augenmerk drauf gelegt, dass es keine, möglichst wenig Informationen, dass man möglichst wenig Informationen von sich selbst preisgeben muss. Das heißt, aus dem Grund gibt es keine Passwörter, weil Passwörter, wenn man mit Passwörtern anfängt, dann braucht man eine Mailadresse und so weiter. Das heißt, aus dem Grund, es gibt diese UUID mit den 32 Byte, wo man sagen kann, naja, dass sich das jetzt, dass man da jetzt eine Kollision hat, das ist halbwegs vernachlässigbar, das Risiko. Und hinzu kommt, wenn man sich keine UUID wünschen kann sozusagen, also wenn man eine UUID sich aussuchen darf, in der Hoffnung, sich eine Kollision zu erzeugen, das geht das schon. Nur wenn ich eine mir aussuche, in der Hoffnung, möglichst eine Kollision schwierig zu machen, dann ist entsprechend auch, dann klappt das auch. Und es ist so, dass standardmäßig man sich die UUID generieren lässt. Entsprechend auch dem RFC und so weiter. Die haben die API gerade eingestellt, ja, es ist ein bisschen, ich habe es noch nicht ganz verstanden, ich habe nur gerade die Frage für den Stream noch wiederholen. Also Google hat eine API bereitgestellt für die Visualisierung von Verbrauchswerten und es war nicht so ganz klar, was sie damit vorhaben, weil meines Wissens haben die auch eine Lizenz gekauft für Stromvertrieb in den USA vor einer Weile und jetzt vor 2 Wochen etwa kam die Meldung, dass die API eingestellt haben. Finde ich erstaunlich, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, was das soll. Meines Wissens haben die keine, also die Frage war, ob die eigene Zähler angeboten haben. Meines Wissens haben sie das nicht getan, aber jeder, der Smart Meter gebaut hat für den Heimbereich, der wollte sich natürlich mit diesem Google-Logo schmücken. Das heißt, alle haben gesagt, und übrigens, unsere Werte kann man auch bei Google einreichen, da kann man es dort visualisieren. Zweischneidig, Visualisierung ist toll. Ob man die Daten jetzt unbedingt Google geben will, das ist eine andere Geschichte. Die Daten, die man mit dem Yellowstrom, also Yellowstrom hat auch so ein Produkt, wo man den Sparzähler sich einbauen lassen kann, dann sind die mein Messstellenbetreiber. Und die machen auch Werbung damit, dass man die Messwerte zusätzlich zu Google geben kann. Also als Feature ist es auch nicht verwerflich, meines Erachtens, aber du musst den Leuten halt klar sagen, was das bedeutet. Und wenn man seine Daten dort haben will, okay. Also, und die API haben sie jetzt wohl eingestellt. Markus, weißt du genaueres, was im Hintergrund hast du auch noch mitgekriegt, dass sie es eingestellt haben? Also ich habe nur das Stichwort gelesen, sie haben die API eingestellt. Ich weiß nicht, ob sie das ganze Google Power Metering, ob sie die Idee auch eingestampft haben. Das kann sein, weiß ich nicht. Gut, dann euch vielen Dank. Bis demnächst.